Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Geheimtippvorstellung. Heute habe ich für euch das Spiel Megaloot ausgegraben und das befindet sich aktuell in einer kostenlosen Demo-Version auf Steam, die ihr natürlich auch völlig kostenfrei runterladen könnt. Ich packe euch dafür den Link in die Videobeschreibung. Und der Name hier ist 100% Programm, denn es geht darum, mit seinem Helden so viel geiles Loot wie möglich einzusammeln, um dann immer schwierigere Kämpfe zu bestehen. Es gibt verschiedene Helden, es gibt sau viel Loot, es hat einen richtig krassen Suchtfaktor, glaube ich. Also da wieder aufgepasst, das könnte euch ein paar Stunden eurer Zeit klauen. Und ich will euch jetzt einfach mal direkt zeigen, was euch hier erwartet, deswegen hüpfen wir sofort rein. Falls ihr Lust auf mehr Geheimtippvorstellungen haben solltet, lasst es mich natürlich gerne mit einem Like wissen. Jetzt aber direkt rein in die Action. Und wenn ihr dann euer Abenteuer begonnen habt, landet ihr hier in dieser Charakterauswahl. Es gibt aktuell 4 Charaktere, die man auswählen kann. Und das Interessante ist, je nachdem wie schwer oder leicht ein Charakter ist, hat das sogar Einflüsse auf unseren Goldmultiplikator. Ihr seht nämlich oben links, ich kriege aktuell 5% Gold mehr. Wenn ich jetzt diesen Charakter hier mitnehmen würde, dann würde der einen Effekt von -3 haben. Bedeutet, ich kriege sogar weniger Gold, wenn ich mit dem Charakter spiele, weil der wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir mit dem guten Fren reingehen. Der hat nämlich die Fähigkeit, dass er Crit sich geben kann. Alle deine Angriffe erhalten kritischer Schlag. Und dass wir 3 gegnerischen Angriffen ausweichen können. Außerdem haben wir eine Chance von 15% auf Ausweichen. Also so ein, ja, so ein Glaskanon Damage-Charakter, der Angriffen ausweichen möchte. Und dann gibt es hier noch Werte, die wir beeinflussen können. Wir könnten uns zum Beispiel 25% mehr physischen Angriff geben für den gesamten Run, einfach als passiven Multiplikator. Problem ist, dann verlieren wir wiederum 5% Gold. Und Gold ist in diesem Spiel wirklich das Wichtigste, was es gibt. Deswegen hat das schon einen ziemlich harten Einfluss auf den Run. Ich lasse da mal die Finger von, weil das natürlich auch die Erfahrung etwas modifiziert. Genauso fasse ich auch die Schlüsselsteine nicht an, die sind nämlich, glaube ich, etwas für erfahrene Spieler. Hier kann man zum Beispiel machen, dass jeder Kampf immer gegen 6 Gegner stattfindet, verdoppelt den Preis von Gegenständen, alle Gegner sind Elite-Gegner und alle Gegner erhalten Erholung. Das ist mir, glaube ich, alles ein bisschen zu schwer, wir wollen heute das Spiel uns ja mal ein bisschen anschauen, deswegen starten wir so direkt rein und kommen dann hier in ein Fenster, das ich euch natürlich erstmal erklären muss, denn wir haben auf der rechten Seite, das ist hier, ein Kampffenster. Da kommen unsere Kämpfe, da müssen wir gerade hier gegen einen Keiler antreten und den natürlich besiegen. Unten seht ihr meine Möglichkeiten, die ich habe, um Aktionen zu vollführen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf der linken Seite haben wir dann jetzt unseren Shop. Der Shop ist sehr, sehr wichtig, den findet ihr hier unten und in diesem Shop können wir uns neue Gegenstände kaufen, die natürlich unseren Charakter krasser machen. Als Beispiel könnten wir uns +4 magischer Angriff kaufen, ein magischer Stock. Wir könnten uns eine Rüstung kaufen, die uns mehr Rüstung gibt oder hier Schuhe, die uns auch mehr Rüstung geben. Legendäre Holzschuhe direkt, einfach für 10 Gold. Wir starten mit 15 Gold und wir haben hier natürlich die Felder, in denen wir Dinge ausrüsten können. Wir können bis zu 3 Sets haben, also wir könnten praktisch hier uns ein Set mit nur Holzsachen machen und dann könnten wir später irgendwie ein Set mit Eisenrüstung machen. Ich weiß ja nicht, was es hier genau gibt. Oben seht ihr dann meine Stats. Ich mache gerade 1 Schaden, ich habe 0 Rüstung, ich habe 2 Mana, ich habe 7 Leben und ihr das. Und dann könnt ihr hier nochmal eure Fähigkeiten nachschauen und was euren Charakter speziell macht. Außerdem seht ihr oben noch die verbleibenden Kämpfe. Wir müssen 12 Kämpfe erfolgreich absolvieren, bis wir vielleicht den ersten Boss erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ich denke schon. Dann können wir hier uns auch noch die gesamten Stats anzeigen lassen. Und da kann man auch überall drüber hovern und praktisch sehen, was diese Stats für Effekte haben, damit man da nicht verwirrt ist. Finde ich super. Ist immer richtig geil, gerade wenn man das Spiel neu lernt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt auf die Möglichkeiten, die wir haben, um uns jetzt hier gegen die Gegner zu behaupten. Es gibt eine Angriffsphase und es gibt eine Verteidigungsphase. Das heißt, wir können zweimal eine Aktion auswählen. Ich könnte jetzt hier auf Umwandeln gehen. Das ist nämlich ziemlich interessant. Ich kann meine Fertigkeit einsetzen. Das heißt, wir kriegen Crit. Ich kann angreifen, ganz normal. Dann machen wir 1 Schaden. Ich kann meinen Zug überspringen. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Hat bestimmt auch taktische Vorteile irgendwann. Und wir können einen Gegenstand im Markt umwandeln. Wir könnten zum Beispiel jetzt hier drauf gehen und könnten uns hier jetzt einfach die Rüstung nehmen und ich könnte diese Rüstung jetzt absorbieren
Und kriege dann zwei Rüstungen dazu permanent, aber ich muss nicht das Item ausrüsten. Das machen wir einfach mal. Zack. Und es kostet mich auch kein Gold. Also ich habe jetzt einfach das Item umgewandelt, habe dafür meinen Zug praktisch verbraucht, habe kein Gold bezahlt und habe trotzdem zwei Rüstungen bekommen. Wir holen uns dann jetzt noch die Holzschuhe, um nochmal ein bisschen mehr Rüstung zu kriegen. Mit Rechtsklick können wir die kaufen und schmeißen uns dann die Holzschuhe in unseren Charakter hier unten rein. Können wir nicht im Kampf ausrüsten. Oh, okay, müssen wir immer zwischen den Runden ausrüsten? Ich bin mir nicht sicher. Wir schützen uns mal, dass wir weniger Schaden bekommen. Und jetzt sind wir gestunt geworden. Das heißt, unser erster Zug wurde übersprungen. Wir müssen uns also nochmal schützen. Wir haben jetzt geblockt und jetzt kann ich die... Okay, ich kann die einfach generell noch nicht ausrüsten. Dann greifen wir einfach mal an, den guten Keiler. Wir können hier auch sehen, was der Keiler für Angriffe hat. Er kann für einen Mana uns betäuben und kann uns dann generell einfach angreifen. Und wir könnten jetzt nochmal hier was umwandeln. Wir brauchen aber keinen magischen Schaden. Deswegen gehen wir einfach auf Schützen, würde ich sagen. Wir schützen uns nochmal. Wir sind ausgewichen. Nicht schlecht. Wir machen einen normalen Angriff. Ist jetzt natürlich am Anfang noch relativ simpel. Ist ein einfacher Gegner. Wir müssen nicht besonders viel machen. Wieso kann ich mich jetzt nicht nochmal schützen? Oh, ich kann den Schutz nur dreimal einsetzen. Oh, okay. Also man kann nicht einfach Schützen spammen. Wir machen mal unsere Fertigkeit. Wir greifen einfach den gegnerischen Angriffen aus und greifen an. Bam, das war's. Damit haben wir das Schwein besiegt und wir kriegen eine Truhe. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Holzschuhe. Die rüsten wir jetzt erstmal aus. Wenn wir die Holzschuhe hier reinpacken, kriegen wir 4 Rüstungen dazu. Oh, wir verlieren aber die Stats. Moment, wir verlieren die Stats, die wir uns aus dem Shop absorbieren. Ich dachte, das bleibt permanent. Also, wenn wir Umwandeln benutzen, verlieren wir die Stats nach jeder Runde. Also nach jeder Ebene, nach jedem Kampf verlieren wir diese 2 Rüstungen. Das ist interessant. Ich schmeiße mir jetzt die Holzschuhe rein. Diese Holzschuhe geben mir jetzt permanent 4 Rüstungen. Und das Beste ist, sie geben uns den Holz-Set-Bonus. Es gibt nämlich auch noch Set-Boni. Wenn ihr viel Holz mitnehmt oder irgendwelche anderen Elemente, Materialien, dann bekommt ihr hier Set-Boni. Und hier bekommen wir jetzt 25% Glück. Jetzt weiß ich nicht, was Glück macht. Das heißt, wir gehen hier einfach mal rein. Ich hoffe, das steht hier... Okay, ich weiß nicht, was Glück macht. steht hier blöderweise jetzt nicht. So viel dazu. Aber wir kriegen auf jeden Fall Glück. Keine Ahnung, irgendeinen guten Effekt wird es schon haben. Wir können jetzt auf jeden Fall unseren Shop für eine Münze auch drehen. Und könnten uns einfach einen Trainingshammer mitnehmen. Und dieser Trainingshammer macht 2 physischen Schaden und durchdringt 4 Rüstungen. Also damit können wir jetzt richtig zuknüppeln. Und ich glaube, diese Kiste müssen wir einfach nur angreifen. Und kriegen dann einfach einen Hammer geschenkt. Können wir den eigentlich verkaufen? Ah, den können wir verkaufen, wenn wir den nicht brauchen. Und wieder eine Kiste. Jetzt können wir uns hier den Gegner aussuchen. Natürlich gibt es nur einen Gegner, den wir erledigen müssen, weil der macht Schaden. Der kriegt erstmal 2 ins Gesicht. 3 physische Angriff, seltenes Trainingsschwert, verdoppelt Gesamtangriffe. What? Moment, greife ich dann 2-mal an? Okay, Hammer, du bist erledigt. Wir kaufen uns das blaue Schwert. Let's go. Und wir greifen die Kiste an und bekommen Eisenschuhe. Nee, Silberschuhe. Und wir erhalten Inspiration. Dein nächster Angriff verbraucht einen Stapel und ist ein direkter Treffer. Also wir nehmen auf jeden Fall das Schwert mit. Dann greifen wir jetzt 2-mal an, oder? Ich glaube, wir greifen einfach 2-mal an. Jo, oh, 3 Gegner schon. Wir schmeißen mal die Silberschuhe weg. Ich mag das Glück nämlich. Wir drehen hier einmal und kaufen uns jetzt einfach mal eine Holzrüstung. Dann haben wir nämlich vom Holzset noch ein bisschen mehr. Wir leveln übrigens unseren Shop auf, indem wir Gegner erledigen. Das hatte ich noch ganz vergessen zu sagen. Also wenn wir Gegner erledigen, bekommen wir XP. Diese XP geht in unseren Shop und der Shop wird damit aufgelevelt. Wir greifen jetzt einmal hier den an und dann können wir einmal schützen. Wir haben 8 Rüstungen. Also wir können eigentlich theoretisch auch Schaden nehmen. Was macht ihr? Der macht 2-mal einen Schaden und der macht 3 Schaden. Wir schützen uns einfach mal. Wir greifen den an. Schützen uns dann einfach nochmal, weil wir ja nichts machen müssen und dann erledigen wir den. Und man sieht jetzt auch schon hier, wenn da so ein Schatten hinter dem Gegner ist, bedeutet das, hier kommt erst dieser Schleim und wenn wir den Schleim besiegen, kommt direkt dahinter noch ein Gegner reingesteppt und wir haben praktisch nicht den Kampf gewonnen.
Oh, legendärer magischer Stock. Wir haben aber gar nichts, was wir brauchen. Also wir haben keine Sachen, die irgendwie Spell Damage machen. Wir drehen. Der Shop ist übrigens auf der zweiten Stufe. Mhm, interessant. Wir können nochmal für 2 Gold drehen. Das ist jetzt aber alles irgendwie nichts, was wir... Für 5 Gold drehe ich jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal den Gegner weg. Und da wir zweimal angreifen, erledigen wir den ersten Gegner. Und dann wird der zweite Gegner direkt weggeklatscht. Ich weiß übrigens nicht, was diese XP-Balken hier bei meinem Equipment ist. Kann man das auch aufleveln? Scheint der Fall zu sein. Und wir machen die Kiste weg. Oh, jetzt kommen hier schon 4 Gegner. Die gewöhnlichen Holzschuhe brauchen wir auch nicht. Wir drehen hier noch einmal und kriegen leider gerade nicht so... Warte mal, ich kann Items kombinieren? Wait. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine Holzrüstung mitnehme, dann kombiniere ich meine Holzrüstung auf die nächsthöhere Stufe. Wie cool ist das denn? Also es gibt hier natürlich Stufen, wie man sie so kennt. Weiß ist gewöhnlich, grün ist dann ungewöhnlich, blau ist selten, lila ist episch oder legendär und wahrscheinlich gibt es auch noch orange für super legendär oder so, wie es halt gefühlt in jedem Spiel ist vom Coloring beim Loot. Oh, der Kieseling. Der hat einfach 2 Angriff und hat 7 Rüstung, 5 Leben. Uiuiui, der hält ja ganz schön was aus. Ja, dann schützen wir uns doch mal. Wir können jetzt mal unsere Fertigkeit einsetzen. All deine Angriffe erhalten ein kritischer Schlag. Das kostet uns 1 Mana. Wir haben 2 Mana. Yo! Der wurde komplett zerstört. Der greift uns für 2 Schaden an. Ja, ist eigentlich egal. Wir schützen uns trotzdem mal. Normaler Angriff und das war's mit euch. Wir machen echt guten Schaden. Aber jetzt kommen doch schon ein paar mehr, etwas stärkere Gegner hier. Wir drehen noch einmal. Oh, 3 Weisheit. Magic Damage steigt um einen Wert. Wir haben kein Magic Damage, deswegen uninteressant. Oh, eine lilane Holzrüstung. Die gibt uns nochmal 2 Rüstungen mehr. Ich könnte jetzt aber auch probieren, dass wir auf eine blaue Holzrüstung kommen, die günstiger ist. Und könnte die dann mit meiner anderen blauen Rüstung kombinieren. Wir machen auf jeden Fall erstmal Crit. Bam! Yo, der hat das einfach überlebt. Hat ihn gar nicht interessiert. Ah, jetzt kriegen wir gerade schon ein bisschen Schaden rein, aber der Kieseling ist weg. Und dann werden wir, glaube ich, einfach schützen. Wir verlieren leider wieder ein bisschen und knallen euch beide weg. Sehr schön. Oh, 3 Gegner jetzt schon auf... Oh. Das ist ekelhaft. Hier können wir nicht wirklich was mitmachen. Hier können wir auch nicht wirklich was mitmachen. Also gerade ist noch so ein bisschen... wenig im Shop, was uns interessiert. Wir werden jetzt unsere Fertigkeit auf das Schweinchen machen, damit wir das Schwein direkt loswerden, weil das Schwein uns stunnen kann. Jetzt müssen wir uns schützen, die greifen nämlich einfach alle an. Dann hauen wir erstmal den Blob weg, damit wir natürlich so gut es geht hier die Gegnerzahl reduzieren. Und jetzt kriegen wir ordentlich Damage. Übrigens, falls wir Schaden bekommen und maximale Leben verlieren, also wenn wir von unseren 7 roten Leben verlieren, ist das nicht so schlimm. Solange wir nicht in einer Runde sterben. Wenn wir in einer Runde sterben, dann haben wir den Run verloren. Jetzt kann ich mich nicht mehr beschützen. Das heißt, ich gehe, glaube ich, auf Umwandeln, holen mir ein bisschen Stärke. Damit wir einfach hier ein bisschen reinknallen können. Und das war's. Easy. Oh mein Gott. Okay, es wird immer schlimmer. Was haben wir hier? Plus 6 Lebensraub. Wir erholen in derselben Höhe, in der physischen Schaden am Ziel zugefügt wurde. Also wir können bis zu 6 Leben pro Schaden... Okay, das nehme ich mit für den Notfall. Oh, wir haben jetzt hier eine... Oh, wir haben eine blaue Rüstung. Dann können wir uns eine lilane Rüstung machen. Bam. Wir können uns Lebensraub kaufen. Das hat auch einen Set-Bonus, den ich wieder komplett vergessen habe. Moment, was haben wir da bekommen? Erhalte zu Beginn jedes Kampfes goldene Herzen. Wenn deine Gesundheit auf 0 fällt, wirst du wiederbelebt und erhältst Heilen. Oh mein Gott, das ist ja richtig gut. Wir knallen jetzt erstmal hier hinten die Fledermäuse weg, dass die uns nicht nerven. So, die Schweine sind unangenehm. Ich möchte, glaube ich, einmal... Ja, ich kann jetzt nichts mehr auswählen. Wir machen aber unsere Fertigkeit, dass wir Angriffen ausweichen. Dann machen wir das zweite Schwein weg. Unser Shop ist aufgelevelt. Da drehen wir doch direkt nochmal. 5 Gold ist mir aber ein bisschen zu teuer wieder. Wir schützen uns. Es hat uns das Schwein blöderweise gestunt. Heißt, wir können nicht wirklich was machen. Wir können uns doch mal ein bisschen Schaden holen. Und dann können wir angreifen. Bam, das war's mit dem Schwein. Und eine Schneefee, die wird auch weggeklatscht.
Oh boy. Okay, es wird immer schlimmer. Wir haben eine Kiste hier auf jeden Fall. Was ist das? Gewöhnlicher Naturkragen. Wird ausrüstbar nach dem Abschluss eines Elitekampfes. Das heißt, den können wir gar nicht verwenden, bis wir einen Elitekampf schaffen. Das nehme ich mal mit. Also ich kann ihn jetzt noch nicht ausrüsten, weil wir keinen Elitekampf bis jetzt gekämpft haben. Aber vielleicht kommt ja ein Elitekampf gleich. Wir weichen aus, dass die uns nicht treffen. Die haben jetzt schon relativ viele Leben. Aber das Gute ist, sie haben beide ihre Mana-Angriffe verschwendet. Also sie haben beide praktisch ins Leere gehauen. Wir versuchen, das Schwein loszuwerden. Mana füllt sich auch, soweit ich weiß, ohne Items im Kampf nicht auf. Also wenn man einmal sein Mana aufgebraucht hat, wir haben zwei Mana, ich habe es schon aufgebraucht, um den gegnerischen Angriff auszuweichen, dann ist auch Sense. Wir holen uns einen Hammer und knallen die beide weg. Das doppelt Angreifen ist übel gut. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Elite-Keiler, okay, wir haben unseren ersten Elite-Kampf. Jetzt wird es unangenehm. Ungewöhnlich Zephyrons magische Kappe wird ausrüstbar nach Gewinn eines Elite-Kampfs. Das ist wahrscheinlich für Magieschaden, würde ich jetzt tippen. Magieschaden ist nicht unser Ding. Deswegen, glaube ich, skippen wir das. Oh, gewöhnliche Trainingsaxt. Oh, die könnte geil sein. Die kostet doch nur 4 Gold. Ich würde mir die mal anschauen, was sie kann. Wir schauen uns die mal an. Wir greifen jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal hier an. Mit Crit. Das Dumme ist, das blöde Schwein wird mich halt wegmachen. Das wird mich stunnen. Da müssen wir ausweichen. Also ich greife erstmal normal an. Das Schwein, dem müssen wir jetzt ausweichen, damit es seinen Mana-Angriff ins Leere ballert. Damit haben wir nämlich jetzt seinen Mana-Angriff gedodged. Jetzt können wir den Frosch wegmachen, bevor der sich Rüstung gibt. Weil er sich nämlich jetzt sonst Rüstung geben würde. Und dann können wir die Fledermaus nicht angreifen. 18 Schaden? What? Als ob du 18 Schaden machst. Wir schützen uns. Yo! Okay, die muss weg. Die muss aber sowas von weg. Wir könnten uns jetzt auch 6 Rüstungen holen. Um uns im Kampf ein bisschen sicherer zu machen, weil ich mich nicht mehr schützen kann. Also ich kann mich noch einmal schützen und das reduziert den Schaden eben nur um 25. Das heißt, wir holen uns jetzt hier auch nochmal ein bisschen physischer Angriff. Wir haben hier eine Chance von 15%, dass wir Gegnern ausweichen, was relativ gut ist. Und dann will ich mich eigentlich nicht schützen, aber ich mach's trotzdem mal. Wir sind leider ausgewichen. Und das war's. Nice. Und was kriegen wir jetzt hier? Plus 10% Heilkraft und plus 2 physische Angriff. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist Müll. Aber 10% Heilkraft ist besser als gar nichts. Und jetzt haben wir das Gold, das Holzset natürlich, glaube ich, nochmal ein bisschen gelevelt oder so. Das ist auf jeden Fall gut für unser Holzset. Was können wir jetzt hier wählen? Plus 3% Kraft multipliziert jeden Angriffsschaden. Oioioi. Plus 3% Glauben. Pro Glauben eine Chance von 1% auf Reinigen. Jedes Reinigen verringert den Glauben um 15%. Okay, ich habe keine Ahnung, was Reinigen ist. Kann ich das auch covern? Nein, jetzt habe ich es genommen, ich Idiot. Ändert die gesetzte Priorität zu Orion. Erhaltet eine Chance von 25% auf Rüstungsbruch bei einem Treffer. Man kann das auch drehen, glaube ich. Wieso kann ich... Ich kann da nicht drüber hovern irgendwie. Ich kann... Ah, man muss was länger draufbleiben. Dann kann man drüber hovern. Magischer Schild wird zu Beginn jedes Kampfes aufgefüllt. Oder dein magischer Schaden steigt um 45%. Okay, wir nehmen, glaube ich, eine neue Auswahl. Holt mich alles nicht ab. Flinkheit, das ist nice. Verdoppelt Gesamtangriffe, das ist richtig nice. Flinkheit will ich, glaube ich, drauf gehen. Söldner oder Krieger? Jedes Mal, wenn du angreifst, erhältst du Kampfeinsicht. Okay, das ist ein bisschen blöd gelöst hier mit dem Drüberhavern leider. Man muss immer kurz warten. Wenn du das nächste Mal angegriffen wirst und 5 oder mehr Stapel Kampfeinsicht hast, verbrauchst du sie zum Parieren. Das ist auch interessant, aber wir gehen auf Flinkheit. Let's go. Let's go. Jetzt haben wir hier nämlich Flinkheit als Set-Bonus bekommen, auf den sich jetzt unser Shop praktisch priorisiert. Also wir können unserem Shop nach jedem Elite-Kampf dann wohl sagen, dass er sich jetzt auf was anderes priorisieren will. 8 Rüstung, ungewöhnliche Lederhose. Ha. Wir können unser Schwert aufleveln, das ist schon mal geil. Damit haben wir jetzt ein Schwert, das 2-mal angreift mit 4 physischem Schaden.
12 Rüstung Kettenpanzer. Das ist auch interessant. Wir greifen mal an und gucken, was passiert. Wir erledigen ihn direkt. Die können wir auch direkt wegmachen. Das sollte kein Problem sein. Was ist das? 16 Erholung, 4 maximale Gesundheit. Oh, was macht Erholung? Moment. Wendet jede Runde Erholen an im Gesamtwert deiner Erholung. Also 16 Leben heilen wir uns damit. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was das bedeutet, aber ich nehme das mal mit. Erholung klingt gut. Wir könnten ein bisschen Max-HP vertragen. Wir sind relativ, ja, relativ schwach, was Leben angeht. Also 11 Leben nur. So, wir ballern das Schwein weg. Weil das Schwein ist gefährlich. Die macht 12 Schaden jetzt schon. Okay, die ist auch gefährlich. Also die Gegner werden jetzt nicht netter. Physischer Angriff. Fleischset. Er hat jedes Mal, wenn du dich heilst, eine Staffel von Elanschlag. Also ihr seht schon, es gibt ultra viele Stats, die man sich ja, wie gesagt, hier alle durchlesen kann. Das ist halt echt gut gelöst. Oh mein Gott! Wir kriegen einfach ein legendäres oder mythisches Trainingsschwert und das hat jetzt die Fähigkeit verdoppelt Gesamtangriffe. Oh boy, das nehmen wir mit. Abwart. Und jetzt greifen wir damit zweimal an und machen 6 physischen Schaden. Bam, bam. Oh, das war ein neuer Gegner übrigens. Slawn. Der hat 26 Rüstung. Oh shit. Oh, das ist natürlich mies. Das ist richtig mies. Das können wir aufleveln, also wir könnten unser Amulett aufleveln, das mache ich einfach mal. Ansonsten haben wir jetzt nichts Spannendes hier, das Ding hier ist es halt einfach nicht, das können wir wieder verkaufen für 8. Und das Schwert brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir die legendäre oder die mythische Version haben. Ich will jetzt nur noch kritten, weil den müssen wir so schnell es geht loswerden, der macht uns nämlich Recoil Damage, also wenn wir den treffen, schmeißt der Schaden auf uns zurück und davon bin ich jetzt kein großer Fan. Schattenmagier. Und eine Sülzrak, die betäubt uns, der macht einen Bannkreis. Füge dem Ziel Schweigen zu, kann keine Fertigkeiten verwenden. Okay, das heißt, wir werden jetzt die Qualle wegmachen mit unseren Crits, mit unserer Fertigkeit. Der Typ bringt uns gleich zum Schweigen, was uns aber egal ist. Wir wandeln dann... Oh, 10% ausweichen ist nicht schlecht, das nehmen wir mal kurz mit. Vielleicht weichen wir ja aus. Wir weichen leider nicht aus. Yo, das war's. Auf Wiedersehen. Und wir wandeln uns einfach den noch um, auch wenn es egal ist, und finishen dich. Physischer. 9 physischer Angriff. Seltener Kriegsdolch. Wie viel hast du? Du hast 10. Der hatte auch Flinkheit und Kriegerset. Kriegerset ist natürlich interessant. Weil wir durch das Kriegerset auch diese Kampfeseinsicht bekommen und damit gegnerische Angriffe parieren können. Und das ist eine blaue Stufe. Der hat auf blauer Stufe schon 9 Schaden. Also der könnte, wenn wir mehr von dem bekommen, durchaus interessant für uns werden. Ach, wir können nur maximal 3 Sets gleichzeitig aktiv haben. Da war ja was. Das heißt, ich kann jetzt nur noch Flinkheit, goldenes Set oder Holz mitnehmen. Und wenn ich die 3 aktiv habe, kann ich nicht noch mehr einstecken. Ah, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Wie viel Schaden macht ihr? 3. Das ist mir eigentlich egal. Wir holen uns Rüstungsdurchdringung. Das ist sehr, sehr gut. Das ist jetzt natürlich extrem schlecht. Dann müsste ich eigentlich das hier rausnehmen, weil das ist nicht so wichtig für uns. Kann ich jetzt im Kampf leider nicht machen. Wir ballern den weg. Wandeln uns hier nochmal physischer Angriff, maximale Gesundheit um. Ballern dich auch nochmal weg hier. Wir kriegen da ein bisschen Schaden reingedrückt, blöderweise. Und schützen uns und finishen dich. Boah, langsam wird es echt schwierig. Also das muss raus. Weil wir den Set-Bonus nicht haben können. Dann muss das rein. Das ist jetzt erstmal schwächer. Das macht einen Schaden weniger. Gibt uns aber den Krieger-Buff. Und Kampfeseinsicht hat die Fähigkeit, wenn du das nächste Mal angegriffen wirst und 5 oder mehr Stapel Kampfeseinsicht hast, verbrauche sie zum Parieren. Parieren wirft den Schaden auf den Angreifer zurück. Das ist schon ziemlich geil. Also wenn wir jetzt viel angreifen, ich mache mal direkt meine Fertigkeit, dass wir die wegkritten alle hier. Bam! Dann kriegen wir diese Stacks. Die sehen wir hier. Wir haben aktuell 2. Wir müssen 5 erreichen. Das ist natürlich perfekt, weil wir jetzt doppelt angreifen, dann zweimal diese Stacks immer bekommen.
und dadurch natürlich extrem viel parieren können. Schützen uns einmal, machen unsere Fertigkeit, dass wir ihn wegritten und damit war der auch easy. Skelettkrieger und Kieseling wieder. Wir machen den Skelettkrieger, glaube ich, direkt weg. Goblin, 9 Schaden. Wir kriegen hier sogar eine Death Message. Ja, okay, keine Ahnung. Goblin hat Raub und Flucht. Raube dem Ziel Gold, verlasse den Kampf. Okay, der Goblin ist so ein richtiger Nervidiot. Wir wandeln das blaue Schwert in Schaden um. Den Goblin müssen wir sofort loswerden. Mache ich genug Schaden? 13 mal 2. Ja, mache ich. Weg mit dir. Und dann wandeln wir dich auch nochmal um. Also das Umwandeln ist schon etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Das einzige Problem beim Umwandeln ist, der Shop wird nicht refilled. Also wenn ich etwas umwandle, dann wird der Shop nicht refilled, sondern er bleibt halt einfach so. Ich muss Geld ausgeben, um ihn wieder zu refillen. Das ist natürlich immer eine kleine Investition. Wir versuchen jetzt, die beiden direkt loszuwerden. Dann wandeln wir wieder ein Schwert um. Wir wollen jetzt wirklich diesen blauen Dolch einfach nur aufwerten. Wir ballern euch beide mit dem Crit weg. Wandeln dich um. Ich finde, das Set, was wir jetzt haben, ist extrem stark. Mal gucken, wie wir uns gleich im nächsten Elite-Kampf schlagen. Wir kritten die beide weg. Oh, das reicht nicht. Wir kritten sie nicht beide weg. Wir holen uns wieder ein bisschen Stärke. Wir hauen dich weg. Wir drehen einmal hier. Seltener Lederhelm. 9 Rüstung. Problem ist, das hat einen neuen Set-Bonus, den wir nicht ausrüsten können. Weil wir schon 3 Set-Boni haben. Bedeutet, das können wir leider nicht mitnehmen. Und das können wir auch nicht wirklich mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, was hier noch für Teile sind, die uns da fehlen. Wir können noch einmal drehen. Oh, Gold. Aber ist, glaube ich, auch egal. Ich bin damit sehr zufrieden, was wir gerade am Start haben. Was ich mich jetzt frage ist, könnte ich nicht auch einfach noch mehr von diesen Dolchen, die ich auf Blau haben will, auf einer anderen Stufe mitnehmen? Oh, das ist nice. Wir können aufwerten. 28 Weisheit, legendäres Item, 248 Gold. Okay. Das hier ist perfekt. Silberset. Nee, gar nicht wahr. Silberset war was anderes. Wir upgraden auf jeden Fall das hier. Ja, wir können Sachen in unserem Inventar aufwerten. Oh mein Gott, ich bin blöd. Jedes Mal, wenn du ausweichst, wird der kritische Angriff gewährt. Interessant, aber wir verkaufen erstmal alles hier. Das verkaufe ich auch, weil ich das nicht benutzen werde. Das heißt, wir werden jetzt jedes Mal, wenn ich so einen Dolch sehe, werden wir den mitnehmen, weil dann können wir den auf Blau versuchen zu upgraden. Und wenn wir den auf Blau aufgewertet haben, können wir die dann beide kombinieren und haben dann einen auf Lila, weil das Ding muss hoch. Wir brauchen diesen Dolch auf höherer Stufe. Das heißt, es lohnt sich auch, Sachen mitzunehmen, die man schon hat. Weil man dann versuchen kann, die in der Seltenheit hochzuboosten. Und genau das wollen wir ja machen. Also wir wollen die einfach in der Seltenheit hochballern, damit die so stark wie möglich sind. So, jetzt die Kiste ist easy peasy. Was kriegen wir hier? Gewöhnliche lebendige Stiefel. 10 maximale Gesundheit, 5 Erholung. Wäre richtig krass. Leider haben wir blöderweise nicht so viel Möglichkeiten. Wir könnten das ganze Holzzeug rauswerfen und könnten die dann reinwerfen und ins Elanschlag holen. Und Elanschlag... Okay, das mit dem Anzeigen ist wirklich ein bisschen komisch manchmal. Verbrauche beim Angriff einen Stapel und deine physische Angriff erhält einen Bonus in Höhe von 25% deiner maximalen Gesundheit. Das ist krank. Warum habt ihr so viele Leben? Das gefällt mir gar nicht. Wir machen jetzt unsere Fertigkeit, versuchen direkt den Typen hier wegzuklatschen. Wir drehen einmal. Oh, yes, 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 das ist perfekt. Dann machen wir das jetzt auf Blau. Und machen das dann auf Lila. Dann hat das Ding 12 physischen Angriff und ist besser als unser legendäres Schwert. Das können wir jetzt verkaufen. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Dann kann ich jetzt nochmal mehr von denen kaufen. Zack, wir kaufen nochmal welche und machen jetzt auf jeden Fall den Finisher auf den blöden Silence-Typen. Mit unseren Crits. Die macht 37 Schaden. What? Okay, wir haben ein Problem. Was mache ich denn jetzt? 37 Schaden. Ich könnte das Item hier absorbieren, dann kriegen wir 16 Erholung und 4 Max-Gesundheit.
Ich weiß, aber wenn ich jetzt... Ich kann jetzt keine 7... Das würde mir 15, 37... Die würden mir so viel Schaden machen. Ich muss mich beschützen. Ah, nee, die greift noch gar nicht an, weil sie gerade nach vorne geholt wurde. Die müssen wir jetzt finishen. Da habe ich keine Wahl. Und wir könnten uns jetzt dieses Lebensamulett hier assimilieren, aber ich lasse das mal. Oh, mythisches Geschenk der Natur 1304. Das werden wir locken. Das werden wir locken. Ich habe keine Ahnung, was das kann, aber das klingt ultra krass. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein bisschen Stärke noch. 6 physische Angriffe ist schon ziemlich geil. Aua, ich bin gestunt worden. Shit. Dann holen wir uns nochmal physische Stärke. Nee, 10 Rüstungen. Und jetzt gehen wir auf die Qualle, glaube ich. Wir können noch einmal Crit machen, aber ich nehme jetzt erstmal noch ein bisschen was mit. Wir haben pariert, wir machen einen normalen Angriff. Und machen hier einfach Schützen, sind ausgewichen, das war dann natürlich verschwendet, aber wir haben gewonnen. Ich muss aber schon sagen, das war jetzt ganz schön knappe Geschichte, also bin ich kein Fan von, wie knapp das war. Dann einfach 5000 Rüstung, ey. Wir können hier überspringen oder wir können umwandeln für Rüstungsdurchdringung. Dann können wir über... Jetzt können wir überspringen zum Beispiel, weil ich nicht blocken möchte, weil wir es nicht brauchen. Du hast 7 Ausweichen. Ey, ey, das ist frech. Jetzt können wir uns wieder was aussuchen. Omnivampir. Erhole in derselben Höhe, in der der Gesundheit des Ziels physischer oder magischer Schaden zugefügt wird. Okay, also wenn wir 5 Schaden... Wir können uns bis zu 5 Leben heilen, wenn wir Gegner angreifen. 7 Rüstung ist sehr selbsterklärend. Oder Glaube. Ich weiß nicht, fühle ich alles nicht so... Zinderschaden. Wahrscheinlich erhöht das den Schaden von Feuerangriffen. Kann man nicht drüber hovern? Okay, weiß ich nicht. Blenden. Fügt nach dem Aufblitzen von Funkeln dem Ziel Blendeschaden zu. Okay, ich habe keine Ahnung. Kein Plan. 5% Kraft multipliziert jeden Angriffsschaden. Das nehmen wir einfach mit. Kriegerpräsenz. Generisch, das wäre tatsächlich gut. Wirkt sich nicht auf die Setbegrenzung von Gegenständen aus. Das könnten wir machen. Damit könnten wir nämlich dann vielleicht Items bekommen, die wir immer mitnehmen können, egal was für Setboni wir haben. Weil generisch eben keinen Einfluss auf unsere Setboni hat. Das heißt, wir können das mitnehmen, auch wenn wir schon 3 Setboni haben. Okay, wir kritten, wenn es nur ein Gegner ist, kritten wir uns einfach durch. Oh, 24 Rüstung ist generisch, das ist krass. Weil wir haben noch einmal Holz in den Schuhen, da würde ich schon fast sagen, wir nehmen einfach eine generische Rüstung mit. Vielleicht will ich jetzt auch aus dem Holzset langsam raus. Weil das Holzset ist ja auch eher so ein Startset. Es gibt uns zwar Glück, aber ich glaube, wir sollten jetzt auf bessere Items gehen. Was? Zweimal ausgewichen? Das ist frech. Weg mit dir. Den können wir normal wegmachen. 10% Rüstung. Warte mal, was bist du? Du bist Krone. Krone können wir jetzt leider nicht viel mit anfangen. Ich will mehr generisch haben. 30% kritischer Schaden. Das wäre krass. Das will ich als Schuh haben. Wir gehen da auf jeden Fall rein. Das ist richtig krass. Weil wir ja eine Fertigkeit haben, die unseren gesamten Schaden in kritischen Schaden umwandelt. Und das bedeutet, wenn wir dann etwas mitnehmen, was uns kritischen Schaden nochmal verstärkt, sind wir sehr gut dabei. Aber das kostet 60 und ich habe aktuell überhaupt kein Geld, ist das Problem. Wir könnten das hier verkaufen, das werde ich eh nicht benutzen. Das hier verkaufen. Das hier ist, glaube ich, sinnlos. Und dann brauchen wir das hier. Wir kritten, machen den weg und machen den auch weg. Easy. Dieses Doppelangreifen ist verdammt stark. Raub und Flucht, Raub und Flucht. Okay, also wir werden auf jeden Fall beraubt werden. Wir machen 14 Schaden mal 2. Das reicht nicht, um 31 Schaden zu machen, garantiert. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Wir holen uns jetzt die kritischen Schuhe. Dann verkaufen wir unsere Holzschuhe auf jeden Fall. Die kann ich jetzt gerade nicht ausziehen, weil wir den Kampf schon angefangen haben. Ja gut, der Typ wird mich beklauen, aber da wir eh nur 12 Gold haben, ist das alles gut. Also es ist halt an sich eigentlich relativ egal, dass er uns beklaut, weil... Naja, wir haben ja sowieso kein Gold. Er ist abgehauen. Hey, komm. Was ist das denn für eine unfaire Art zu kämpfen? Ich weiß aber nicht, was diese XP-Balken an der Seite bedeuten tatsächlich. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt das Crit-Set. Ein kritischer Schlag gewährt dir 100% Präzision. Bedeutet, wenn ich kritte, kann ich nicht daneben angreifen. Dieser Gegner hier hat Ausweichen.
Wir werden jetzt... ich mache auf jeden Fall hier kritischen Schlag rein. So, jetzt habe ich 100% Präzision. Wir drehen nochmal. Ist alles nicht so pralle. Aber die Kettenrüstung könnte ich kaufen. Die Kettenrüstung kann ich kaufen. Die beiden mache ich blau. Dann kaufe ich die, mache die blau. Dann haben wir lila und lila und lila ist Gold. Also perfekt. Wir schützen uns. Jetzt habe ich 100% Präzision, aber ich muss diesen blöden Goblin hier loswerden, weil er jetzt abhaut. So, der Goblin ist weg. Ich habe immer noch 100% Präzision. Wir kaufen uns schon mal eine Rüstung. Schützen uns. Wir haben das erste Mal normalen Lebensschaden genommen. So, da können wir jetzt nicht daneben hauen. Wir schützen uns nochmal. Ist eigentlich egal. Wir haben uns geheilt jetzt. Interessant. Hier nämlich, weil wir Erholung haben, haben wir uns ein paar Leben geheilt. Sehr, sehr nice. Und weg mit dir. Es wird aber langsam auf jeden Fall schon relativ schwierig. Also langsam muss man so ein bisschen überlegen, was man macht. Nice. Unsere Crits sind halt das, was wir brauchen. Die Crits knallen alles weg. Wir holen uns das hier. Wir sind gestunt worden. Das ist schlecht. Das heißt, wir schützen uns jetzt erstmal. Wir sind wieder gestunt worden. Boah, ich mag die nicht, diese Quallen. Ich muss, glaube ich, die Quallen priorisieren, weil die Stunts natürlich sehr, sehr ekelhaft sind. Wir kaufen uns die nächste Rüstung. Dann brauchen wir nur noch die blaue und haben dann eine ganz entspannte lilane Rüstung. Beziehungsweise zwei lilane Rüstungen und können die dann kombinieren. Mach mal einen normalen Angriff auf die Fledermaus. Das gefällt mir gar nicht. Wir schützen uns einmal. Oh, der hat mir 11 Gold geklaut, der Penner. Wir kritten den jetzt aus dem Leben. Er ist abgehauen. Nein, er hat mir 11 Gold geklaut und haut ab. Das ist nicht dein Ernst. Was für ein unfairer Kampfstil. So, wir greifen dich jetzt an mit Crit. Dann haben wir 100% Präzision. Das heißt, nächste Runde können wir diesen nicht verfehlen, den Dieb. Und damit haben wir den Fight, glaube ich, perfekt gespielt. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Geld. Wir haben gerade 48 Gold. Ich brauche noch ein Gold, um da was zu machen. Wir kritten da jetzt rein. Dann sind die beide schon mal weg. Der Typ hat sich jetzt Barriere gegeben. Ein magischer Schild für dich, während er aktiv ist, blockt er jeden Schaden und zerbricht. Okay, das heißt, den können wir perfekt countern, weil wir zweimal angreifen. Und wir können uns jetzt endlich unsere lila Rüstung zu einer goldenen Rüstung aufwerten. Let's go! Wir schützen uns. Sicher ist sicher. Greifen den an. Sein Schild geht kaputt. Wir schützen uns nochmal. Und jetzt wollen wir den natürlich eigentlich zerrippen. Oh! Physischer Angriff, 6 und der hat auch noch Gold. Aber ist nicht so wichtig, glaube ich. Wir brauchen jetzt 2600 kostet das jetzt. Das wird immer teurer. 25% Elementarschaden, das brauche ich nicht mal. Weg damit. Das werden wir einfach absorbieren, weil es mir komplett egal ist. Wie soll ich denn so viel Gold zusammenkriegen? Wir haben keinen Mana mehr, das heißt, wir können nur noch normal angreifen. Und der Typ will uns schon wieder beklauen. Wir könnten unser Erholungsamulett upgraden. Das wären mehr Leben. Und mehr Leben wäre schon sehr, sehr geil. Also den kriege ich doch niemals tot. Das können wir komplett vergessen. Wir kritten den weg. Schützen uns. Dann kritten wir dich weg. Und vielleicht direkt danach die... Na, schade. Ich wollte gerade sagen, vielleicht direkt danach die... hier die Diebin, die danach kommt. Aber hat leider nicht so gut funktioniert. Wir holen uns noch ein bisschen Rüstung. So mache ich so wenig Schaden. Bin geschwächt, verringert jeden Angriffsschaden um 75%. Das gefällt mir mal gar nicht. So, weg mit dir. Wir holen uns ein bisschen Rüstung noch. Wart, was? What? Ich wurde wiederbelebt. What? Hä, warum hat mich der Gegner so krass zerstört? Ich weiß es. Was? Moment, da muss ich jetzt gleich nochmal schauen. Ich wurde durch irgendwas wiederbelebt. Was war das für ein Item? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Item hat mich auf jeden Fall wiederbelebt. Okay, ich muss den Kampf anders spielen. Wir müssen die Schwächungsschneefee sofort loswerden, weil die blöderweise uns so viel Schaden reinballert. Dann wandeln wir, glaube ich, das Amulett um.
Oh mein Gott, ich krieg schon richtig viel Schaden. Dann greifen wir den an, dass der drauf geht. Oh, er geht nicht drauf. Wir machen den weg. So, warum hast du mich jetzt weggemacht? Jedes Mal, wenn der Besitzer getroffen wird und es kein direkter Treffer war, wird dem Angreifer magischer Schaden zugefügt. Aber wie soll ich... Du hast 65 Rüstungen. Wie soll ich den denn direkt treffen? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den treffen soll. Wir können jetzt einfach die ganze Zeit Items absorbieren. Und den praktisch einfach stallen. Oh nein, wir können ihn nicht einfach stallen. Der macht... Wieso habe ich so viel Schaden gekriegt? Der macht doch nur 6 Schaden. Ich bin maximal verwirrt gerade. Was hier passiert? Physischer Angriff. Wir holen uns jetzt einfach alle Items, die gehen. Ich hole mir jetzt alle Items, die irgendwie gehen. Weil es das Letzte, was ich machen kann. Rüstung, Rüstung. 24 Rüstung. Oh. Erhalte eine Chance von 45% auf Rüstungsdurchbruch beim Treffer. Das wäre tatsächlich ziemlich gut. Weil wir das jetzt, glaube ich, brauchen für den... Aber ich glaube, ich werde das absorbieren. Zack. Ich habe keine Wahl. Ich muss alles absorbieren. Ich habe keine Wahl. Wir müssen uns so krass wie möglich machen, weil dieser Gegner mich komplett zerstört. Ich baller mir alles rein. Ist mir jetzt egal. Der kann uns nichts machen. Ich habe kein Gold mehr. Okay. Jetzt werden wir sehen, ob ich sterbe. Okay. Oh mein Gott. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum der Typ jetzt so gefährlich war. Oh, 15% kritischer Schaden. Der ist nicht so gut. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der mir jetzt so viel Schaden zurückgeworfen hat. Eben. Sylzrak möchte ich eigentlich loswerden. Du castest Barriere, du bist mir egal. Du machst einen Verwirrungsschlag. Fügt beim Treffer Verwirrung zu. Verfehlen alle Angriffe. Aber ich möchte jetzt diese blöde Qualle da loswerden, weil die mich stunt. Okay, was machen wir jetzt? Ich denke mal umwandeln. Dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Aua. Und jetzt wollen wir eigentlich den sofort auch loswerden, weil der uns verwirren kann. Also man muss hier wirklich darauf gehen, dass man die Gegner so erledigt, dass man die gefährlichsten direkt am Anfang rausnimmt. Ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem jetzt. Also der Typ greift zweimal für 8 Schaden an. Das ist sehr gefährlich. Aber ich will eigentlich diesen Fisch hier loswerden. Wir könnten den aber auch one-shotten. Das Problem ist, hinter ihm ist noch ein Gegner. Und ich weiß nicht, was für ein Gegner das ist. Ich könnte den auch zerstören. Der macht 6 Schaden, der macht 6 Schaden. Und der macht 16 Schaden. Also wenn wir den rausnehmen... Das ist ein Keiler. Jetzt schützen wir uns. Heilen uns ein bisschen. Der Keiler hat verdammt viele Leben. Aber den können wir mit unserem Doppelangriff erledigen. Dann ist der Keiler schon mal weg. Dann können wir uns nochmal schützen. Sehr gut. Und der greift uns jetzt an und wird uns verwirren. Da können wir auch nichts gegen machen, so wirklich. Du machst 6, du machst 6. Ja, wir müssen jetzt einfach den angreifenden Fisch. Da können wir nichts gegen tun. Oh doch, wir haben Parieren. Das heißt, er greift uns jetzt an und wirft sich die Verwirrung selber ins Gesicht. Ja, er wird mir stinken, wenn ich du wäre. Wir nehmen uns auf jeden Fall ein bisschen Rüstung mit. Yo, der hat sich die Verwirrung selbst ins Gesicht geworfen, ey. Das ist schon ganz schön peinlich jetzt. Solltest du mal meine Skills lesen. Wir holen uns hier wieder ein bisschen was. Diese Umwandelmechanik ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben ein großes Problem mit Rüstung tatsächlich. Also mit Rüstung von Gegnern. Haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil wir nicht so gut durch die Rüstung durchkommen und die Gegner schon sehr, sehr tanky sind. Oh nein, es kommt ein Elite-Kampf. Oh nein. Das ist jetzt ein Problem. ...20% ausweichen ist eigentlich ziemlich geil. Das würde ich gerne einsammeln. Also die Qualle wird uns stunnen. Der Typ wird uns silencen. Ich möchte erstmal den Barrieretypen loswerden. Die Qualle macht 22 Schaden. 34 Schaden. Oh mein Gott. Okay, der wird uns auf jeden Fall eh silencen. Deswegen greifen wir den an. Mit unserer Fertigkeit. Dann ist der weg. Dann kommt der leider nochmal. Dann wandeln wir uns jetzt aber um, dass wir 20% ausweichen kriegen. Weil wir haben keine Wahl. Der hat uns nicht gesilenced. Okay, interessant.
Der hat sich Barriere gegeben. Wir schützen uns. Ich bin, glaube ich, hinüber. Ich bin tot. Aber ich werde immer wiederbelebt. Also ich werde irgendwie immer als Geist wiederbelebt und habe dann nochmal eine Chance im Kampf. Aus irgendeinem Grund. Ich bin mir aber nicht sicher, warum. Oder hat man einfach generell immer zwei Chancen? Hm, okay, also das war nicht der Ansatz, den wir brauchten. Ich kann aber, glaube ich, nicht wirklich was machen. Also wir müssen den Barrieretypen wegwerfen. Das ist der einzige, den wir gut erledigen können, weil wir halt zweimal angreifen. Wir schützen uns. Erholung, 15 Rüstung. Das ist alles nicht so geil. Aua. Ja, jetzt bin ich halt wieder erledigt, weil ich nicht... Ich bin jetzt halt einge... Hier, Dings. Ich schweige jetzt halt. Ich kann nichts machen. Ich könnte zweimal Sachen umwandeln. Der Typ wird uns jetzt aber komplett zerstören. Der macht 30 Schaden. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur... Ja, ich kann nichts tun. Das war's. Schade. Schade, schade, schade. Du hast 42% der Spieler übertroffen. Wow, das klingt ja gar nicht mal so gut. Schade. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Gameplay-Loop ziemlich gut. Dieses, du musst neue Items kriegen, diese Set-Boni, verschiedene Fähigkeiten damit freischalten, ein bisschen taktieren und so. Das hat durchaus Potenzial. Also dafür, dass es wieder eine sehr frühe Demo ist, sehe ich da das große Ganze. Und ich kann mir vorstellen, in der Zukunft, wenn da was draus gemacht wird vom Entwickler, dann kann das ein ziemlich geiles Game werden. Hat mir Spaß gemacht. Ist auch wieder ein bisschen simpler, was jetzt die Präsentation angeht, aber so vom Gameplay her definitiv Potenzial. Ich würde sagen, packt es euch auf die Wishlist, falls ihr damit was anfangen konntet. Das unterstützt solche kleinen Entwickler immer sehr, weil je mehr Wishlisten, desto mehr sehen die erstens, wie gefragt das Spiel ist und vor allen Dingen auch... Ja, es gibt ihnen einfach Hoffnung, dass das auch was Gutes wird und dass, wenn sie es rausbringen, Leute das auch interessiert. Deswegen immer schön auf die Wishlist packen. Das hat immer einen positiven Effekt auf die Leute, die das entwickeln. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein. Bleibt gesund. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal mit einem anderen Geheimtipp oder einem anderen Spiel hier auf meinem Kanal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao, Leute.